Hallo und herzlich willkommen bei Crystal Delicious. Heute, im letzten Weihnachtsvideo, habe ich mir gedacht, machen wir eine super leckere Vorspeise, nämlich eine Maronensuppe. Die Maronensuppe schmeckt wirklich super lecker. Sie sieht zwar, um ganz ehrlich zu sein, nicht ganz so lecker aus, aber geschmacklich ist sie wirklich top. Und um euch das Ganze noch einfacher zu machen, habe ich einen ganz, ganz speziellen Tipp für euch. Nämlich, kauft die Maronen schon einvakuumiert. Das erleichtert euch einiges. Die sind nämlich schon mal vorgekocht, die sind geschält, vorgekocht und quasi komplett fertig. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist sie ein bisschen kleiner hacken. Und das war's. Und alles in allem ist das Rezept wirklich super schnell. Ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die Zutaten, damit wir auch direkt starten können. Die Zutaten für 6 Personen für unsere leckere Maronensuppe sind einmal 40 Gramm Butter, 3 Zwiebeln, die habe ich jetzt schon mal hier geviertelt. Außerdem benötigen wir 600 Gramm Maronen, die sind schon mal gegart und geschält. Dann benötigen wir außerdem noch 750 Gramm Gemüsebrühe. Dann haben wir hier noch Zucker, Salz, Chili. Das ist einfach nur Chili gemahlen. Wer mag, ein bisschen Muskatnuss und außerdem benötigen wir noch 300 Gramm Sahne. Als erstes geben wir nun die Zwiebeln in den Mixtopf und lassen das Ganze für 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern. Dann geben wir jetzt noch die Maronenstückchen, die Butter hinzu und Zucker und dann lassen wir das Ganze für 3 Minuten auf der Varoma-Stufe 1 garen. Jetzt geben wir die Brühe und alle restlichen Gewürze in den Mixtopf und lassen das Ganze für 30 Minuten auf 90 Grad Stufe 1 köcheln. Und jetzt fügen wir nur noch die Sahne hinzu und lassen das Ganze auf der Stufe 10, also immer so schrittweise beginnen, ab Stufe 5 bis 10 hochschalten. In etwa 20 Sekunden ist dann die Suppe super schön fein püriert. Und fertig ist die Suppe. Falls die euch jetzt noch ein bisschen zu dickflüssig ist, könnt ihr jetzt entweder noch einen Schwups Milch reingeben oder noch ein bisschen Wasser, damit das Ganze noch ein bisschen flüssiger wird. Ansonsten würde ich euch sagen, garniert ihr die einfach mit einem kleinen Klecks Creme Fraiche. Wenn ihr habt frische Kräuter, das sieht auch immer wunderschön aus. Und dann entweder ein bisschen Pfeffer drüber streuen oder ein bisschen Muskatnuss. Ich hoffe, die Rezeptidee hat euch gefallen und ihr probiert die vielleicht auch aus. Im Thermomix geht das Ganze natürlich wieder super einfach, aber ihr könnt es natürlich auch alles am Kochtopf machen und dann einfach mit einem Pürierstab oder mit einem anderen Mixer pürieren. Das funktioniert auch. Ihr wisst, ich mag einfach Suppen im Thermomix herzustellen, weil man alles in einem Topf hat und dann wenig Geschirr hat. Und das Rezept verlinke ich euch wie immer auf meinem Blog. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten und hoffe, ihr könnt die Tage wunderschön genießen und seid fit und gesund. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.